Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Südpark. Wir befinden uns immer noch am Alienschiff. Hallo, hebt das auf. So, den brauchen wir. Den brauchen wir natürlich. Und wir brauchen natürlich die Aliens tot. Randy haben wir zum Glück schon befreit. Das ist gut, weil das wollte ich nicht nochmal machen. Und wir gehen mal da lang. Wir müssen in dieser Folge den Lift reparieren und schauen, dass wir vom Schiff runterkommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Neue Nachricht von Mandy Marsh. Interessiert mich jetzt gerade nicht, Randy. Was haben wir da Schönes? Untersuchen. Entzieht blutenden Zielen 25 TP. Alter Schwede! So, jetzt haben wir mal den weißen Kristall eingesetzt. Können wir jetzt da furzen oder so? Zack! Lift repariert! Uiuiuiuiui. Na, dann werden wir jetzt mal hier. Haben wir da noch irgendwo Freunde? Ja, Randy, ich guck mir deine Nachricht gleich an. Nehmen! Inventar, Home! Wir haben drei neue Freunde. Hey, wenn 20 Leute bei diesem Profil... Da steht Profil, genau. Bei diesem Post auf Gefällt mir klicken, kann ich ein iPad gewinnen. Rechts vom Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht. Okay. Randy! Gut, wissen wir schon. Wir gehen jetzt mal hier... Okay. Können wir die Aussicht genießen? Oh, schön, die Sterne! Hoppala, die Furzen wollte ich jetzt nicht. So. Hallo, die Herren! Guten Tag! Und wir kämpfen mal wieder. Hey, er hat eh nur 906. Was? Hey! Ja. Die ist immun. Wir probieren es trotzdem. Tatsächlich, sie ist wirklich am immun. Ach, nur nein! Ja, die erhöht die Abwehr einfach nur, okay. Heieieiei. Ich sage ihn auch immun, schwach. Naja, wir probieren es trotzdem. Hui! Ja, Blitzkraft! Blitzkraft ist gut gegen jede Matrix. Oh nein. Oh nein. Aua! So, wir müssen die Alien-Matrix als erstes ausschalten. 40%, 60%. Nehmen wir das mal. Trinken wir mal ein Schlückchen. So. Haben wir unsere MP wieder. Dann können wir wieder die Blitzkraft machen. So. So, ja, Zitteraal. Ein perfekt. Ha, einen Face abgewehrt. Der erhöht nochmal die Schilde von denen, aber das soll uns jetzt nicht stören. Denn wir machen jetzt nochmal einmal die Blitzkraft. So. So, setzen wir mal die Alien-Matrix weg. Jetzt bin ich wieder dran. Dann können wir noch einen Machttrank trinken. Haben wir noch viel davon? Hey, den brauchen wir momentan keinen. Eieieiei. Aber es sind wenigstens keine Rüstung mehr. Den hätten wir schon mal um die Hälfte runter.
Hey, der schießt dreimal! So ein Hund! Wir brauchen MP. Eindeutig. Versaufen wir mal alles. Vielleicht könnte ich besser spielen auch, aber... Nee. Jetzt machen wir mal... Schwächen wir den mal. Move! Move! So, dass es netter ist. Move! 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 Nein, 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 nein. Nein. Autsch. Move! Aua! Das tut doch weh! Aber egal. So, jetzt wieder auf. Hör auf dich. Den anderen machen wir dann so. Move! So, haben wir meinen ersten Piloten. Für die Quoten, tot den Piloten! Move! Move! Fähigkeit verringert, Alter, und ich brenne. Komm, ich nehme trotzdem noch einen Machttrank, weil die finden wir sicher wieder an. Und zünden ihn nochmal an, weil dann müsste er kaputt sein. Sterb, du Alien! War's das? Jawohl! Mit brennendem Haupte freuen wir uns über den Sieg. Und es geht bergab. Ja, es geht bergab mit uns. Hoffentlich nicht allzu lange. Hoffentlich geht es bald wieder bergauf. Ja, schauen wir mal. Ups. Ja, was passiert denn da? Ich bin unschuldig. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving! We've got another UFO crash. So. Und es beginnt ein neuer Tag. Sehr schön. Wir sind vom Schiff Schiffchen herunter. Und waren ein braves Kind. Wir waren alle sehr brav. Können uns loben. Könnt ihr übrigens in die Kommentare reinschreiben. Wir waren brav! So, den Alien-Hut brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Weil es ein Level 5-Hut ist. Aber dann nehme ich wieder lieber die Druidenkrone. Weil da kriegen wir MP! Nee, die gefallen mir am besten, ehrlich gesagt. Momentan noch. So. Schauen wir mal weiter, was wir noch machen müssen. Oh, hoppala. Ups. Mal rausgehen. Oh, so spät ist es. Und ich habe die Schule nicht versäumt. Eieiei, das wäre schlecht. Oh my god! They came out of nowhere! There was a huge earthquake and then there was burning in my yard! Didn't you hear about it? It's all over the news! Here, look! And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget, I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom. Oh, and die goth kids! Ich freue mich so drauf. Sollen wir die noch? So, jetzt mal raus aus dem Haus, wieder an die frische Luft.
In der heutigen Zeit machen wir das eh so und so. Viel zu sehr. Oh, hallo Kenny! Kommst du mit, Kenny? Kenny! 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 Kenny? Kenny! Ach doch, er kommt mit. Er kommt mit, das freut mich. Unsere schöne Prinzessin. Ja, jetzt sind wir endlich herunter von diesem Alien-Schiffchen. Das ist eine Kiste, haben wir da schon reingeschaut? Butters! Jeder weiß, er heißt Butters! Jeder weiß, er hat die Truhe schon aufgemacht und sieht trotzdem nochmal nach! Ja, ja, so sind wir. Ist das ein Pokémon? Wow! Warum habe ich das nicht gesehen? Schreibt's in die Kommentare. Ja. Ach komm. Entschuldigung, ich wollte was anderes machen. Bam, 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 bam. So, macht doch Spaß. Okay. So, jetzt schauen wir nochmal schnell da rein. Zack. Dann mal kurz das Leiterchen hoch. Kenny kommt natürlich mit. Druidenrobe. Ja! Die nehmen wir natürlich gleich. Die legen wir gleich. Haben wir schon angelegt? Die haben wir schon angelegt. Cool. Können wir da noch irgendwas machen? Noch die weitere Rüstung hinzufügen. Das gefällt mir. So. Kenny, wir haben eine neue Rüstung. Was sagst du dazu, mein Freund? Ich war einen Millimeter zu weit drüben. Ihr hättet ruhig was sagen können. So. Hallo. Hallo. Have you seen the new Taco Bell yet? Incredible! Ach, wir sind schon Freunde. Gut, kann ich. Darf ich da rein? Nicht? Ja, okay. Darf ich dann in die Garage? Auch nicht. Hallo. I continue to admire your awesomeness. Was? I continue to admire your awesomeness. Ja, sehr schön. Da scheint mir auch ein Pokémon zu sein. Das sammeln wir jetzt auch mal gleich ein. Fellkatze! Mauzi! Ja. Ein bisschen latschen wir noch durch die Gegend. Weil. Kenny, da ist dein Haus. Ich würde noch gern Klamotten kaufen. Wo ist das You Store It? You Store It! You Store It, wo bist du? Da ist er. Verdammte, wo ist es? Hier. Reisen wir mal hin. Und kaufen ein. Wir Geld haben wir genug. Noch eine Nachricht von Mr. Marsh. Hallo. I'll give you a good price. Natürlich machst du uns einen guten Preis. Ja, dann müssen wir zuerst zu den Goth Kids. Gut. Ja dann. Hast du noch irgendwas? I'll give you a good ja, price. Wissen wir, das wissen wir. Waffenaufsätze. Toter Vogel. Na gut. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns dann bei den Goth Kids in der nächsten Folge wieder und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Welcome.